Nu hier wie in je schecht, die wordt gebracht die Onkel Obram Janssen van Blumenheim in Saskatchewan. Wir haben hier nu eine Odler-Geschicht. Und das kleine Büchchen im Olden Testament, was der hohe Lied Salomos heiten dat, da wird selten von gered. Viele Menschen weten nicht einmal, dass das eine Bibel ist oder wo das da ist. Aber das sind gute Reden und gute Falschen bannen. Im zweiten Kapitel, in der 15. Falsch, da sagt dort, fanget uns die Fixe, die kleinen Fixe, die die Weinberge verderben. Das ist ein wertvoller Schatz, ein wertvoller Falsch, was viele Menschen endlich gar nicht mehr weiten, wo sie dem sollen beipulsen. Aber da wir nun gar nicht lang zwingen, älterer Mann, was al 71 wir, der hat sich nun bekehrt und sein Oulet Ella. Und worum hat er dort? Er hat immer in der Kirche gewohnt, von jung ab, das hatten seine Eltern am gelehrt, das wäre ihm zu einer Gewohnheit geworden. Er kannte die Schrift. Er hat bloß niemals sich bekehrt und niemals nicht sich angegeben, dann fühlt sich keinmal schuldig. Er dachte, er wäre so gut aus der Noba oder noch besser, er gab noch Geld zu den Armen. Und er wäre ein sehr abrechter Mann, so im Ewigen. Und nun, dass er alt ist, kommt mit einmal ein Gastredner in ihre Kirche. Und das ist gar nicht ein besonderer Redner. Die kann gar nicht so gut reden als ihr eigener Prediger, aber der redet durch ein Gelegnis. Und wir weiten ans Heiland, der redet ja auch viele Dinge durch ein Gelegnis. Nun sagt das Mann, ich sehe ein Leibhaber von der Natur, wo Gott alles erschaffen hat. Ich war über die Ferien, oh, die interessieren mich so. Und da, wo ich wohne, da sind höhere Berge. Und wenn ich dann Zeit habe, dann gehe ich manchmal auf die höheren Bäume ab. Dann nehme ich mir so ein Kickglas mit, so ein Fahrenruhe. Dann sehe ich mir da, wo ein Adler, was er sehr hoch fliegen hat. Und die sind so hoch, die kann ich meist nicht fangen, die laden zu klein. Die fahren da dann so majestätisch in der Runde. Und dann am Tiet lang, dann kommt er rauf und dann saht er sich da irgendwo auf einen Baum oder auf einen Stein. Und das erste, was der Adler tut, dann bekickt er sich selbst. Der Kopf, der geht noch hängen. Und er kann dort sperren, mag all die düsende Fahrerkes, was er hat. Wenn da ein Fahrerke nicht kriegt im Platz ist, dann streicht er seinen Hals aus und am Schnabel, lässt er dort kräglich hin. Und wenn das nicht schafft, dann plägt er das ut und lässt das fallen. Und dann hat er nur der andere sieht. Er ist sehr pünktlich über seine Vater. Dort hat er, dort, wenn er mit einem so Not kommt, dass er vorzureit ist zum Abfliegen. Er darf sich nicht erst verreiben. Dann sind da aber ältere Adler, oder was kränklich sind. Die fliegen nicht sehr hoch. Und wenn die sich saßen, dann beobachte ich, dass die ihre Vater, die sind zu ruhig, die stonen alle in der Hecht. Die fehlt dort gar nicht mehr, dass die Vater nicht am Platz sind. Dann sagt das Prediger, so ist es in unserem geistlichen Leben. Wo viele von uns können hoch fliegen in unserer Freiheit, oder wo viele von uns sind so belohnt und so ruhig haben wir uns Leben eingestellt, dass wir bloß ganz leer hier mitten herumwandern auf dieser Erde. Unsere himmlische Gesinnungen, die blieben ungen, und sind die irdischen Dinge so wichtig. Da sag ich dann noch hingeraun, Jakobus sagt, wer da weit Gottes zu donen und der dort nicht, dem ist das Sünde. Und dann sag ich der Prediger, sind doch vielleicht in deinem Leben, wo es Sünden, was du hast, unge Loten, Sachen, die da ganz klein, so kleine Fahrerkes sind, was nicht ganz am Platz liegen. Das gibt es im alten Mann so an, so haustig. Da sieht er sich mit einmal, dass er erst aus einem kranken Adler, er hat ganz unge auf die Erde immer geflogen. Dann merkt er furz, fordig mit der Sache, er bekehrt sich und fragt auch furz nur der Taufe. Nu sagt er an seinem alten Eller, nu kann ich noch einmal hochfliegen,
nu weet ik waar ik gefehlt heb. En waar die kleine Faas mij den Wienberg verdorven hebben, die kleine Sünden. Ik dacht dat we alle bloß zo glückaltig kon ik dat waag leven. Ik dacht dat we niet schlimm, ik wie zo goed als de nächste. Ik zijn ende geworden, ik kan mij niet met mensen meten. Nu heb ik de vrijheid, nu ben ik vrouw en Herren, nu sperr ik dat van mijn vaderen niet recht liggen. Wel we aan de Pfarrer denken, het zijn die kleine Fixe, die Weinberge verderben. En Paulus zegt in 1. Korinther 15, 33, lasst euch nicht verführen, böse Geschwätze verderben gute Sitten. Und es ist wichtig, dass wir abpausen, dass wir durchstohnen und wachen. Möcht wir alle in unserem Glauben behoren, was am Ende der Jesu Christum. Jesus nennt den Sünder. Kommt doch, Allah, kommt doch her. Kommt doch her, betriebte Sünder. Jesus raubt allen und hei. Mehr von Sünder Gottes Gänger. Bleibt dort auf und denkt daran, Jesus nennt den Sünder an. Mein Gewissen bleibt mir selbst, ich mag mich noch selber klären, bitte warm und ich sie frei. Schulden drögen, keiner mich verdammen kann. Yeah.